Auch wenn es nicht mehr ihr Spieler ist, Rafael Guerreiro hat sich unter der Woche nochmal geäußert und hat gesagt, er wäre gerne bei Borussia Dortmund geblieben. Inwieweit haben Sie diese Aussagen von ihm überrascht? Ja, ich meine, wir haben mit Rafa sehr offene und ehrliche Gespräche geführt über die letzten Monate. Es hat sich dann so entwickelt, dass er den Verein verlassen hat. Deshalb, Rafa war unser Spieler. Ich habe sehr gerne mit Rafa zusammengearbeitet. Wir haben auch gespürt, dass er jeden Tag gerne bei uns war. Aber seine Zukunft liegt jetzt woanders. Wir haben uns neu aufgestellt und deshalb geht es halt darum, da auch den Schlussstrich zu ziehen. Wir wünschen Rafa viel Erfolg an 32 Spieltagen. Und den Rest wünschen wir uns einfach, dass er gesund bleibt. Und wir werden hier weiter wachsen und weiter besser werden.